Episode 115 – Digitalisierung im betrieblichen Vorschlagswesen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich einen Namensvetter bei mir im Podcastgespräch, Yannick Sebastian Müller. Er ist Gründer der Everlean in Berlin. Hallo, Herr Müller. Hallo, hi. Schön, dass das klappt. Sagen Sie noch mal zwei, drei Worte selber, was Sie machen, wo Sie ursprünglich herkommen. Im Detail kommen wir dann auch im Gespräch dazu. Ja, sehr gern. Wo komme ich eigentlich her? Ich war lange Zeit bei einer Digitalisierungsberatung, habe dort auch einen Accelerator aufgebaut. Das bedeutet, wir haben Geld von der Europäischen Kommission bekommen, haben damit in 25 Startups investiert aus ganz Europa und haben auch anderen Mittelständlern geholfen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Und im Zuge dessen haben wir immer wieder gesehen, dass viele Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr gute Ideen haben, die oft Probleme damit haben, ihre Ideen im Unternehmen effizient zu platzieren. Haben dann gesagt, okay, auf Basis der Erfahrung, die wir gesammelt haben, müsste es eigentlich einfach möglich sein, ein Tool zu bauen, um diese Erfahrung von den Mitarbeitern aufzunehmen, ein Unternehmen zu gründen, dessen Sinn und Zweck es ist, Mitarbeiter es einfach zu machen, Ideen im Unternehmen zu platzieren, wovon dann die Unternehmen profitieren können. Genau, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde es spannend, dass Sie das Thema Digitalisierung dann ja ein Stück weit zum Selbstzweck ja gemacht haben, im Sinne von dann auch selbst genutzt haben. Achte Verschwendungsart, ganz klassisch im Lean, ist ja das ungenutzte Mitarbeiterpotenzial. Richtig. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was waren dann in Ihrer Wahrnehmung die konkreten Formen dieser Verschwendungsart? Ja, also die Idee ist eigentlich darauf dahergekommen, dass wirklich ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen konkret auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich habe hier diese ganzen Mitarbeiter, die haben keine Möglichkeit, einfach Ideen einzugeben. Und dann sind wir der ganzen Sache mal näher auf den Grund gegangen. Wir waren in 20 verschiedenen Produktionsunternehmen und haben da die Mitarbeiter interviewt, haben gefragt, was ist das Problem, wenn ihr einen Vorschlag einreichen wollt, wenn ihr eure Erfahrungen hier im Unternehmen teilen wollt, was funktioniert da vielleicht nicht so gut, was kann man da besser machen? Und da sind wir auf drei Kernprobleme gestoßen. Das erste Kernproblem war, dass die Mitarbeiter häufig gesagt haben, wir wissen gar nicht, wer der Ansprechpartner ist. Zweitens haben die Mitarbeiter gesagt, die Prozesse, die wir hier haben, um Vorschläge aufzunehmen, die sind papierbasiert, komplex, bürokratisch, nicht wirklich einfach zu nutzen. Es fällt uns schwer, über diese Kanäle Sachen einzureichen. Und das Dritte, was eigentlich das Schlimmste gewesen ist, die haben ganz häufig gesagt, wir bekommen gar kein Feedback für die Vorschläge, die wir einreichen. Ja. Und es dauert ewig, bis es umgesetzt wird. Es ist intransparent, wir wissen nicht, was mit den Vorschlägen passiert. Und das waren diese drei Kernprobleme, die wir beheben wollten mit Everlean. Ja, da möchte ich noch ein bisschen tiefer reinschauen und zwar insofern hinterfragen, waren das alle Unternehmen, die im Grunde ein klassisches Vorschlagswesen haben oder gab es auch zum Teil Unternehmen, die jetzt dann gar nichts hatten? Ja, es war beides. Also okay. Wir waren sowohl von Unternehmen, die noch gar nichts hatten, bis hin aber auch zu Automobilzulieferern, die eigentlich schon viele Lean-Initiativen gestartet haben, die sogar ausgezeichnet worden sind als besonders Lean Company, die haben auch versucht, Vorschläge analog aufzunehmen, wo man aber auch bei mehreren Nachfragen gemerkt hat, dass da noch Verbesserungspotenzial ist, beziehungsweise, wie ich das mal formuliert habe, da ist noch sehr viel Verschwendung in dem Prozess, der eigentlich Verschwendung reduzieren soll. Ja, genau. Ja, ich habe da auch von einem großen Automobilzulieferer den Fall gehört, wo mir auch jemand seinen Neid geklagt hat, dass die Durchlaufzeit ein Jahr betragen hat. Wo man sich dann sagen muss, dann ist kein Wunder, wenn die Motivation, selber hier aktiv zu werden, irgendwas einzureichen, natürlich völlig für die Hunde geht. Richtig. Wir haben das gesehen, dass die Mitarbeiter Vorschläge eingereicht haben. Die wurden dann
auf einen Zettel geschrieben, vielleicht, wenn das Unternehmen gut organisiert gewesen ist, auf einer Tafel dargestellt, wo man dann schon gesehen hat, okay, das ist gerade offen, das ist in Bearbeitung, das ist abgeschlossen. Aber dann kam oft nochmal jemand her und hat gesagt, okay, ich muss das jetzt digitalisieren, und das hieß dann für denjenigen, das in Excel abzutippen, um das archivieren zu können. Und das ist dann natürlich nochmal Verschwendung in dem Prozess. Das kann man einfacher haben, sowas, ein Beispiel. Ja, und manchmal glaube ich, geht natürlich in so einem Fall dann unter Umständen auch wieder die Transparenz verloren. Das, was Sie gerade gesagt haben, dann macht man vielleicht klassisch auf Papier an dem Board, macht man was, da kann ich es hinhängen, da kann es jeder sehen. Wenn es aber nicht irgendwo auf einem Excel-Sheet draufsteht und dann jetzt dort nicht ein Bildschirm hängt, wo jeder reinschauen kann, dann sehen es, glaube ich, die Menschen auch nicht mehr. Ja, genau. Also ein großer Vorteil von Everlean ist die größere Transparenz. Das heißt, diese Transparenz, die kann man natürlich in der analogen Welt schaffen, indem man eine Magnettafel ins Unternehmen hängt, vielleicht auf dem Shopfloor hat, wo die Vorschläge angezeigt werden. Aber wenn man dann schon mehrere Locations hat oder mehrere Hallen, dann muss man immer schon physisch davor stehen. Bei Everlean muss man nicht mehr physisch davor stehen. Man kann sofort sehen, was passiert momentan an verschiedenen Standorten bei mir und welche Vorschläge habe ich da? Habe ich da vielleicht sogar einen Backlog? Habe ich zu viele offene Vorschläge? Komme ich nicht mehr nach? Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Wo sind so in den klassischen Vorgehensweisen papierbasiert, wo sind so die typischen Hürden? Ja, genau. Also erste Hürde erstmal beim Einreichen. Ich muss entweder ein Papierformular ausfüllen, wo wir viele Papierformulare gesehen haben, wo die Fragen nicht ganz eindeutig gewesen sind, sodass die Mitarbeiter Probleme hatten, das auszufüllen, wo die Fragen teilweise zu technisch gewesen sind, dass die Mitarbeiter Probleme hatten, das alleine auszufüllen. Bei Everlean haben wir gesagt, das muss lean sein, das muss so simpel wie möglich sein. Wir fragen erstmal einfach nur in der Standardeinstellung, was ist das Problem? Was ist dein Lösungsansatz? Und dann kann man das auch mit einem Foto visualisieren. Der zweite Punkt ist, wie kommt dann diese Information, wie wird die transparent gemacht? Und das ist dann entweder, wenn das Unternehmen gut organisiert ist, an dieser Tafel, an dem Board, was ich eben erwähnt habe, oder im schlechtesten Fall landet es irgendwo im Schuhkarton oder im Briefkasten. Und da liegt es dann oft auch erstmal eine Weile. Weil die Post nicht in Anführungszeichen regelmäßig kommt und den Briefkasten einfach nicht leert. Genau, also wir hatten wirklich die konkrete Geschichte, wo ein Manager gesagt hat, Mensch, bei mir wollte ein Mitarbeiter mit einem Foto was zeigen. Der musste dann nach Hause gehen, seine Digitalkamera holen, hat ein Foto damit gemacht, wollte das dann per E-Mail einreichen, den Kanal gab es noch nicht. Dann musste er wieder nach Hause gehen und das Foto ausdrucken. Dann hat er das ausgedruckte Digitalfoto in den Briefkasten eingereicht. Dann hat das erstmal ein paar Wochen gedauert, bis jemand aus der Personalabteilung diesen Briefkasten geleert hat. Ja. Der Mitarbeiter aus der Personalabteilung musste dann wieder dieses ausgedruckte Digitalfoto einscannen, den Vorschlag in Excel abtippen, hat das dann per E-Mail an den Entscheider geschickt. Ja. Der Entscheider hat sich das wieder ausgedruckt, um das in der Gremiumssitzung in Papierform besprechen zu können, sodass es unfassbar viele Medienbrüche gegeben hat, unfassbar viel Verschwendung in diesem Prozess, den Vorschlag aufzunehmen und umzusetzen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber da haben wir wirklich gesagt, das geht einfacher, das geht effizienter, das geht leaner. Ja, aber es ist schön, anhand von dem Beispiel dann genau mal darzustellen, wie dann ein digitalisierter Verbesserungsprozess aussieht. Genau. Bei Everlean funktioniert das so, der Mitarbeiter kann entweder übers Handy, über sein eigenes Smartphone sogar, oder über ein Tablet oder auch über einen PC, den man im Shopfloor vielleicht auch als PC stehen hat, den sich die Mitarbeiter teilen können, ganz einfach einen Vorschlag einreichen. Man muss bei Everlean auch nichts runterladen, weil es browserbasiert ist. Man muss nichts installieren, man muss sich nirgendwo registrieren. Man kann einfach loslegen, gibt einen Vorschlag ein und zum Schluss kann der Mitarbeiter dann entweder seinen Namen dahin schreiben oder er reicht was anonym ein. Und dann wählt der Mitarbeiter noch das Team aus, in dem er arbeitet. Das heißt zum Beispiel, er weiß, dass er in der Produktion arbeitet und vielleicht in Team 1 oder 2 oder 3. Und dann im nächsten Schritt wird dieser Vorschlag dann automatisch an dem Teamboard angezeigt, an dem Bildschirm, der dann im Shopfloor hängt oder im Flur oder an irgendeinem anderen zentralen Ort in dem Unternehmen, sodass die Transparenz gewährleistet ist. Und der dritte Schritt ist dann, dass man den Vorschlag bespricht
im Shopfloor-Meeting oder im Team-Meeting, wenn es ein administrativer Bereich ist, kommt man vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen oder in welchen Intervallen auch immer zusammen. Und der Teamleiter sagt dann, okay, welche Vorschläge haben wir denn offen? Was müssen wir machen, um die umzusetzen? Wer macht was, bis wann die Aufgaben? Die werden dann da einfach auch im System definiert. Da gibt es E-Mail-Benachrichtigungen Warnungen, die dann warnen, ob Deadlines abgelaufen sind oder nicht. Jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, der gerade auch bei Ihrer Erzählung mir aufgefallen ist, weil ich das von dem anderen Kunden her kenne, wo man dann ja manchmal aus so ein paar Aspekten aufpassen muss, die im Grunde mit dem Thema Lean und Verbesserungsvorschläge gar nichts zu tun haben. Das ist nämlich das Stichwort Bring Your Own Device unter Umständen. Dann aber natürlich mit dem eigenen Smartphone eventuell im Firmennetz zu sein, weil eine webbasierte Lösung brauche ich natürlich irgendeinen Online-Zugriff. Wie gehen die Unternehmen damit um? Weil manchmal sind es ja auch ganz formale Dinge, wenn ich als Unternehmen, also einmal Sicherheitsthemen, wenn ich mein internes Netzwerk öffne für ein Bring Your Own Device, habe ich das eine Problem der Security und andererseits trete ich, wenn ich es richtig weiß, ich bin aber da nicht der Fachmann, trete ich ein Stück weit als Telekommunikationsprovider auf meine Mitarbeiter gegenüber. Was ist da Ihre Erfahrung? Ja, also wir haben natürlich sowohl Kunden, die für das Thema sehr offen sind, Bring Your Own Device, die sagen dann gut, meine Mitarbeiter können dann auch, wenn sie möchten, nach Feierabend Vorschläge einreichen, auf dem Weg zur Arbeit Vorschläge einreichen, ob jetzt mit ihrem eigenen Handy oder mit dem Diensthandy. Andere Kunden sagen, wir möchten grundsätzlich nur, dass entweder Diensthandys benutzt werden und wenn die nicht da sind, haben die dann Shared Devices zur Verfügung gestellt. Das bedeutet entweder ein Tablet oder ein PC für die Mitarbeiter, die Mitarbeiter sich teilen können, um Vorschläge einzureichen. Ein Kunde von uns, fällt mir gerade konkret ein, der hat, der nennt das eine Kaizen-Ecke eingerichtet. Da hat er dann ein Tablet hingelegt, einen Monitor aufgestellt, wo die Vorschläge angezeigt werden. Und die Mitarbeiter können sich dann dieses Tablet einfach teilen, können das kurz wegnehmen, Vorschlag einreichen mit einem Foto, die Sachen visualisieren, legen die das Tablet wieder zurück und können sie weiterarbeiten. Das wird dann so gehandhabt und wir haben natürlich Everlean auch so optimiert, dass man sich nicht immer wieder ein- und ausloggen muss, wenn man sich ein Gerät teilt. Das heißt, der Mitarbeiter gibt einfach den Vorschlag ein und dann schreibt er seinen Namen in ein Freitextfeld, sodass man nicht sein Passwort vergessen kann. Dass es möglichst barrierefrei ist für die Mitarbeiter. Ja, macht Sinn. Ja, barrierefrei ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Jetzt gibt es ja solche Barrieren, die eher in der Technik begründet sind. Es gibt aber natürlich auch die Barrieren, die sich manchmal zwischen den Ohren befinden. Also sprich bei den Menschen, was ist da Ihre Erfahrung generell so, das Thema Digitalisierung? Kenne ich durchaus Fälle, wo die Menschen sagen, boah, bin ich extrem skeptisch, was das angeht. Mal grundsätzlich und dann natürlich unter Umständen auch spezifisch. Vielleicht auch Vorgesetzte, die damit neu umgehen müssen, dass ihre Mitarbeiter plötzlich hier ja ihr Potenzial nutzen können. Und nicht so vielleicht im klassischen Ansatz Taylorismus hier, Werkstor, Hirn ausschalten, arbeiten. Ja, das ist ein ganz schönes Stichwort, Thema Taylorism oder auch diese hierarchischen Ebenen, die sich in vielen Unternehmen aufgebaut haben. Wir sehen das in vielen Unternehmen, dass es immer mehr natürlich einen Trend dazu hin gibt, Teamwork zu fördern und vor allen Dingen auch das Potenzial in den Mitarbeitern zu sehen, die Mitarbeiter zu involvieren. Nicht von oben herab durchzuregieren, sondern auch die Mitarbeiter, um ihre Meinung zu fragen. Die Probleme, die im Unternehmen auftreten, auch von den Teams lösen zu lassen. Dass es nicht so ist, dass die Teams die Probleme nach oben tragen und dann gibt es einen Problemlöser, der die Probleme lösen muss, sondern dass, wenn ein Teammitglied ein Problem sieht im Unternehmen, dieses Problem dann auch im Team anspricht, in Everlean einträgt und das im Team besprochen wird, dass die Teammitglieder sozusagen zu den Problem-Ownern werden und das selber besprechen können. Und die haben dann meistens auch neue und auch sehr gute Lösungsansätze für bestimmte Dinge, weil die einfach auch eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und wenn man sich das Thema Digitalisierung anschaut, man muss sich einfach mal umgucken. Jeder nutzt heutzutage WhatsApp. Wir telefonieren gerade über das Internet. Es ist einfach
ein unaufhaltbarer Trend, dass Sachen digitalisiert werden. Ich warne allerdings auch davor, Sachen zu digitalisieren, wo man keinen Mehrwert von hat. Sondern man muss sich immer fragen, habe ich hier überhaupt einen Mehrwert davon, dass ich das jetzt digital mache? Und nach all dem, was wir gesehen haben bei den Unternehmen und auch bei unseren Kunden jetzt, ist das Thema KVP auf jeden Fall reif für eine Digitalisierung, weil es durch digitale Tools einfacher und effizienter gemacht werden kann. Ja, das werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen vertiefen dann. Jetzt möchte ich aber nochmal auf den einen Punkt eingehen. Sie haben jetzt mehr so die Situation des einzelnen Mitarbeiters geschildert. Ich kenne es jetzt durchaus, wo auch, ich nenne es mal vornehm, Vorbehalte auf Seiten der Vorgesetzten da sind, die vielleicht mit dem Thema so nicht aufgewachsen sind, die ein Stück weit vielleicht auch so eher auf der, sagen wir, psychologischen Ebene mit ihrem Selbstverständnis als Führungskraft. So, ich weiß alles, ich kann alles und jetzt plötzlich kommen hier meine Mitarbeiter und machen eigenständige Vorschläge. Was ist da Ihre Erfahrung? A, was die Reaktion angeht und B, natürlich noch viel wichtiger, wie gehe ich damit um, wenn ich dafür verantwortlich bin, wenn ich jetzt meinetwegen unter mir so einen Vorgesetzten habe, der da eher auf der Bremse steht. Ja, also erstmal vorweggenommen, das ist ja jetzt keine Frage, die sich nur stellt, wenn ich mich entscheiden möchte, möchte ich KVP digital oder analog machen. Ja. Sondern das ist eine Frage, vor der ich immer stehe, wenn ich überlege, KVP einzuführen und auf meine Mitarbeiter mehr zu. Und das ist einfach eine Kulturfrage im Unternehmen, wo sich die Führungskraft fragen muss, bin ich offen dafür? Und man kann weder mit einer digitalen Version noch mit einer analogen Version kulturelle Barrieren durchbrechen. Das setzt immer die Bereitschaft der obersten Führungsriege voraus, dass man sich darauf einlässt, dass man dafür offen ist für dieses Thema und dass man auch den Mitarbeitern ganz klar signalisiert, wir wollen deine Vorschläge haben, wir sind offen dafür. Ob man das dann analog oder digital umsetzt, ist letztendlich egal. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, die Durchdringung zu bekommen, wenn man das digital macht. Aber man muss immer eine kulturelle, grundsätzliche Offenheit für dieses Thema haben. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Digitalisierung an der Stelle das grundsätzliche Problem nicht einfach mitlöst, sondern ich muss auch eher dieses grundsätzliche Problem adressieren. Die Digitalisierung wird mir dann unter Umständen sogar leichter fallen oder definitiv leichter fallen. Absolut, absolut. Aber das ist auch eine grundsätzliche Frage, die sich die Unternehmen stellen müssen. Sind wir offen für neue Dinge oder sperren wir uns ein bisschen davor? Es gibt das oft zitierte Beispiel von Kodak, wo die schon selber Digitalfotos entwickelt haben, aber dann irgendjemand aus der höheren Führungsebene gesagt hat, nein, wir möchten keine Digitalfotos, wir möchten diese Technologie nicht weiterentwickeln, weil dann verkaufen sich unsere Filme nicht mehr. Jetzt hat die Geschichte gezeigt, was dann passiert ist. Ja. Der digitale Trend hat sich einfach durchgesetzt, man hat versucht, sich davor die Augen zu verschließen. Aber dann letztendlich nicht unbedingt profitiert. Ja. Ja. Und solche Beispiele gibt es zuhauf und die sollte man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn man da so ein bisschen zögernd ist, ob das jetzt der richtige Weg ist. Okay, und ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, nochmal speziell auf die einzelnen Personen einzugehen, also den Vorschlagenden, die Teams, der Vorgesetzte, eventuell dann jemand, der für das Thema betriebliches Vorschlagswesen verantwortlich ist, um denen einmal jetzt ganz konkret, wenn sie zuhören hoffentlich, an die Hand zu geben, was sind dann die Vorteile der Digitalisierung für diese einzelnen Menschen? Also wir haben auf der einen Seite, haben Sie eben gesagt, die Nutzer, die Mitarbeiter, die Vorschläge eingeben wollen, die haben jetzt einfacher die Möglichkeit, einen Vorschlag einzureichen. Von jedem Gerät ist es digital möglich, mit Evergreen Vorschläge einzureichen. Und sie können damit ihren eigenen Arbeitsplatz verbessern. Es ist nicht immer nur so, dass sie jetzt einen Vorschlag einreichen und der nur dem Unternehmen zugutekommt, sondern der kommt wirklich auch den Mitarbeitern zugute. Wir haben einen konkreten Fall gehabt, wo zum Beispiel ein Mitarbeiter einen Tritt gebraucht habe für einen ergonomischeren Arbeitsplatz. Das heißt, die Mitarbeiter haben hier die Möglichkeit, wirklich ihr Arbeitsumfeld für sich zu verbessern und profitieren dann auch selber davon. Mhm. Der zweite Vorteil oder die zweite Gruppe ist das Thema Manager, Vorgesetzten, die die Vorschläge aufnehmen, die Team-Meetings koordinieren.
die sind natürlich daran interessiert, mit der Umsetzung und vor allen Dingen auch mit dem Reporting möglichst wenig zeitlichen Aufwand zu haben. Wir haben das in einigen Unternehmen gesehen, wo sehr viel Zeit darauf verwendet wird, Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu machen. Was ist das Einsparpotenzial von einem bestimmten Vorschlag in Excel? Oder dann auch die Sachen zu archivieren, die Sachen abzulegen, die Sachen kategorisierbar zu machen, dann Reportings zu fahren. Wie viele Vorschläge zu welchem Thema, zu welcher Verschwendungsart beispielsweise habe ich innerhalb von einem Monat bekommen? Was ist das durchschnittliche Einsparpotenzial? Was ist die durchschnittliche Durchlaufzeit? Das waren alles Kennzahlen, die wurden irgendwie mehr oder weniger händisch zusammengerechnet, in dem Zettel gezählt worden sind, oder in dem das dann in Excel händisch eingegeben worden ist. Und dann hat man sich hingesetzt und hat von Excel dann eine PowerPoint-Präsentation erstellt, um das grafisch aufzuarbeiten für die nächsthöhere Führungsebene, um auch reporten zu können, dass da wirklich was Sinnvolles gemacht wird. Und alle diese Sachen, die haben unfassbar viel Zeit gekostet. Und das sind vor allen Dingen Sachen, dieser ganze administrative Aufwand, den Everlean jetzt ganz stark vereinfacht, weil das alles schon im Tool drin ist. Der Mitarbeiter reicht es digital ein, es ist digital im System drin und das System rechnet automatisch aus, wie viele Vorschläge hast du eigentlich zu welcher Verschwendungsart in einem Monat bekommen, zum Beispiel. Das heißt, da drin sehen wir die größten Vorteile. Es ist ein Zeitersparnis. Es motiviert vor allen Dingen auch die Mitarbeiter zu sagen, okay, super, wenn ich jetzt einen Vorschlag einreiche, dann sehe ich sofort den Effekt. Ich sehe sofort am digitalen Board, der Vorschlag ist eingegangen. Ich bekomme eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Aufgabe definiert wird, wenn der Vorschlag einen Status weitergerückt wird, wenn der Vorschlag implementiert ist. Selbst wenn ich 3 Wochen im Urlaub gewesen bin oder 2 Wochen oder wie lange auch immer, ich komme wieder, sehe ich sofort, was wurde eigentlich in den letzten 2 Wochen umgesetzt? Was habe ich verpasst? Weil es alles transparent dargestellt ist und auch nicht nur in meiner Abteilung, sondern ich sehe das auch abteilungsübergreifend und standortübergreifend. Das heißt, das Teilen von Best Practices ist viel, viel einfacher jetzt von Vorschlägen, die gut funktionieren, weil ich auch standortübergreifend sehe, was haben eigentlich die Kollegen an einem anderen Standort für Vorschläge implementiert? Und dann kann ich mich fragen, ey, ist das nicht auch sinnvoll für unseren Standort? Haben wir nicht auch das gleiche Problem? Ja, dann lass uns das doch auch mal implementieren, weil das scheint ja da auch gut zu funktionieren. Das war früher viel, viel schwieriger möglich, wenn man analoge Tafeln hat, weil man einfach nicht gesehen hat, was an anderen Standorten passiert ist. Man hat nicht mal gesehen, was in anderen Teams passiert ist. Ja, ja. Sie hatten es eingangs schon ein bisschen angedeutet, wie die Idee zu Everlean entstanden ist. Jetzt möchte ich es an der Stelle so quasi in den nächsten Schritt reingehen, also hinterfragen, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel eben, könnt ihr mir vorstellen, Sie haben größere Unternehmen, größere Automobilzulieferer, Sie haben vielleicht kleine. Kann man da sagen, es gibt irgendwie eine Tendenz oder ist es dann doch sehr spezifisch, das einzelne Unternehmen, wie sie damit zurechtkommen, wie sie es umsetzen, also wieder die kulturellen Aspekte, über die wir schon gesprochen haben. Eine Tendenz wofür genau? Ob man sagt, die Kleinen tun sich leichter oder ob man sagt, die Großen tun sich leichter oder ob man an der Stelle gar nichts sagen kann. Ja, wir haben angefangen, unsere ersten Kunden waren natürlich so klassische Produktionsunternehmen, da darf ich zum Beispiel Varema nennen, das ist ein Markisenhersteller, die sehr, sehr fortschrittlich gewesen sind oder immer noch sind mit dem Thema KVP. Die haben Everlean, haben uns auch sehr gutes Feedback gegeben, wie wir Everlean noch besser machen können. Natürlich entwickeln wir unsere Software auch immer weiter. Die haben das sehr, sehr gut implementiert. Noch ein paar weitere klassische deutsche Mittelständler, die schon Erfahrung hatten mit dem Thema Lean. Dann haben wir gemerkt, das ist auch interessant, nicht nur für Produktionsunternehmen, sondern auch, wir haben eine Steuerberatungskanzlei. Die haben das auch ganz schnell implementiert. Dann kam irgendwann der größte deutsche Telekommunikationsanbieter auf uns zu. Hat gesagt, Mensch, das ist doch auch spannend für uns, das in der Einkaufsabteilung anzuwenden. Okay. Und hat das jetzt auch bei sich implementiert. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, dass das nur Automobilzulieferer sind, die sich für das Thema Lean und KVP interessieren, sondern wir haben ziemlich schnell auch gemerkt, dass das andere Bereiche sind, die wir ursprünglich nicht im Fokus hatten, die aber auch sagen, Mensch, wir haben doch auch Prozesse, die können wir auch kontinuierlich verbessern. Dafür möchten wir jetzt auch ein digitales Tool haben und das dann auch relativ schnell umgesetzt. Aber ein Stück weit höre ich raus,
die schon was Gutes haben, tun sich leichter damit. Und das ist so ein Spruch, den ich an anderer Stelle immer mache. Im übertragenen Sinne, die den saubersten Kamin haben, kaufen den meisten Kaminreiniger. Das heißt, ich tue mich generell mit dem Thema, und das ist auch meine persönliche Erfahrung aus meinem Kundenumfeld, die dafür ein Bewusstsein haben, tun sich grundsätzlich leichter. Wenn ich erst dieses Bewusstsein in die Köpfe kriegen muss, wird es oft herausfordernder, oder? Können Sie an der Stelle wahrscheinlich ähnlich bestätigen? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wenn natürlich schon wenn man schon sieht, dass das sehr positiv ist, dieses Thema, dass man die Mitarbeiter einbeziehen muss, dass man dann natürlich kontinuierlich versucht, da auch besser zu werden. Auf der anderen Seite, wenn man bis jetzt noch nichts gemacht hat, hat man auch einen Vorteil. Man hat nämlich noch keine, ich nenne es mal, oder das ist oft, wie die Unternehmen das nennen, historisch gewachsenen Prozesse, ja. die vielleicht gar nicht so effizient sind, wie man denkt, oder einfach dadurch, dass sie historisch gewachsen sind, in vielen Strukturteilen schon überholt sind, sehr komplex sind, durch Betriebsvereinbarungen auch sehr schwierig zu verändern sind, wo sich viele Unternehmen dann auch schwer tun, da diese Prozesse nochmal zu überholen, effizienter zu machen, weil die halt schon seit 10, 20, 30 Jahren dieses Thema verfolgen, sich im Laufe der Zeit natürlich viel geändert hat, aber die mit der Zeit die Prozesse nicht wieder schlanker gemacht haben und dadurch dann auch einen Nachteil haben denen gegenüber, die einfach ganz neu Greenfield, sage ich mal, anfangen können und keine Rücksicht nehmen müssen auf bestehende Prozesse oder Betriebsvereinbarung. Mhm. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen Punkt, die Verbesserung der Verbesserung noch adressieren. Sie hatten es auch schon kurz angedeutet. Was haben Sie selber für Everly noch auf der Agenda, wo Sie sagen, da wollen wir noch was besser machen? Ja, wir sagen grundsätzlich, dass Everly nie fertig ist, sondern wir wollen es kontinuierlich verbessern. Wir müssen natürlich auch das machen, was wir unseren Kunden immer sagen. Verbessere dich kontinuierlich, sei nie zufrieden mit dem Status quo. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Softwareentwicklung, der immer stärker zum Tragen gekommen ist jetzt. Also es gab früher den Trend in der Softwareentwicklung, dass man gesagt hat, okay, ich plane jetzt etwas in meinem stillen Kämmerlein, produziere das dann über ein paar Jahre, gehe damit an den Markt und habe dann vielleicht etwas entwickelt, ein Tool, was völlig an den Anforderungen des Marktes vorbeigeht. Bei Everlean haben wir das genau andersrum gemacht. Wir haben erstmal nur, wir nennen das ein MVP, ein Minimum Viable Product gebaut. Das heißt, das war ein Tool, das hat wirklich nur die Minimalanforderungen erfüllt, sind damit zu potenziellen Kunden gegangen, haben denen das vorgestellt, haben gesagt, ist das interessant für euch? Könnte das die Probleme lösen, die ihr momentan habt? Und dann haben die gesagt, ja, teils. Es fehlt aber noch das und es fehlt noch das und das ist nicht ganz klar. Und dann haben wir auf Basis von dem Kundenfeedback ganz schnell dieses Feedback umgesetzt, neue Features entwickelt, sind dann innerhalb von nur wenigen Wochen mit einer neuen Version an den Start gegangen, haben diese neue Version wieder Kunden vorgestellt, haben uns wieder Feedback eingeholt und dann wieder dieses Feedback in das Produkt eingearbeitet und iterieren so das Produkt Stück für Stück und lernen vom Kundenfeedback. Das heißt, alle Features, die Everlean hat, sind auf Basis von Kundenfeedback entstanden. Und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir da nichts reinbauen, was ein Kunde eigentlich gar nicht braucht, was verwirrend ist, was das Produkt unnötig aufbläht, wo wir glauben, das könnte vielleicht interessant sein, aber der Nutzer nutzt es vielleicht gar nicht, sondern wir wollen unser Produkt so aufbauen, dass es absolut relevant ist für den Nutzer, dadurch einfach zu bedienen ist und wirklich die Probleme vom Nutzer nützt. Man kennt das selber von, wenn man am PC sitzt, wie viel Prozent von der PC-Kapazität oder von seinem Handy nutzt man da? Das sind vielleicht 20-30% und der Rest, da weiß man gar nicht so richtig, was das macht, und das wollen wir bei Everlean eben nicht so haben. Ja. Und das ist ja auch ein Stichwort, ich bin mir nicht ganz sicher, von welchem Autor im Lean-Startup-Umfeld, der mal diese Aussage gemacht hat, so im Sinne von, das Leben ist viel zu kurz, was zu entwickeln, was keiner haben will. Ganz genau, ja. Und, genau, Eric Ries ist der Autor von Lean-Startup, auch ein sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ja. Oder ich glaube auch, der Gründer von LinkedIn hat gesagt, wenn du dich nicht schämst für den ersten Prototyp, mit dem du an den Markt gehst,
dann bist du zu spät an den Markt gegangen. Ja, okay. Und das haben wir bei Everlean auch so gemacht. Wir wollen nicht in unserem stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln, sondern wir wollen wirklich früh an den Markt gehen, uns Kundenfeedback holen und davon lernen und mit den Kunden zusammen das Produkt immer weiter und immer besser machen. Ja, und das geht mir gerade dann doch durch den Kopf. Das ist natürlich dann auch der Charme der webbasierten Lösung, weil jetzt für den Hardcore-App-Entwickler, für den gibt es wahrscheinlich nur die Native-Apps, aber die haben natürlich einen ganz anderen Entwicklungszyklus, allein wenn ich mir die Freigabegeschichten vorstelle in den diversen App-Stores. Bin ich dann mit diesem agilen Ansatz bis auf den letzten Punkt gebracht, nämlich auf die webbasierte Lösung, bin ich ja viel besser unterwegs. Genau, das ist vor allem nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ein riesengroßer Vorteil ist zu On-Premise-Software, weil wir oft die Diskussion haben mit Unternehmen. Das wird zum Glück jetzt wandelt sich das, dass die Unternehmen offener werden für webbasierte Anwendungen. Aber einige Unternehmen sagen immer noch, wir wollen das alles On-Premise haben. Aber wenn man das On-Premise hat, dann ist es unfassbar schwierig, diese schnellen Updates in das System zu fahren, was ein riesengroßer Vorteil ist von unserer Lösung, dass wir schnell den Kunden wöchentlichen Zyklen neue kleine Updates geben können, das Produkt weiterentwickeln können und da sehr agil sein können im Vergleich zu der alten Welt, sage ich. Ja, plus das, was dann im Hintergrund noch notwendig ist, um die Systeme zu pflegen, die ich ja im eigenen Hof stehen habe. Ja. Es ist einfach deutlich komplizierter und deutlich kostenintensiver, die Sachen on-premise zu haben. Und man sieht es jetzt zum Glück, dass immer mehr Unternehmen da auch umschwenken. Auch wenn man sich SAP und Oracle anguckt, so die großen, ganz großen Player, die gehen auch immer mehr in SaaS-basierte Tools und weg von den On-Premise-Lösungen. Okay, fand ich sehr spannend, was Sie ein Stück weit reflektiert haben, wie Sie selber Ihre Möglichkeiten genutzt haben. Das finde ich immer im Grunde das Beste, wenn man was am eigenen Schmerz irgendwo erlebt und dann daraus ein Produkt baut, weil man dann ziemlich sicher sein kann, dass es eben auch gefragt wird. Deshalb, Herr Müller, ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch. Ich werde dann auch Ihre Website in den Notizen verlinken. Das heißt, der ein oder andere, der hier zuhört und sagt, ja, das möchte ich auch mal ausprobieren, kann sich das dann anschauen. Ja, sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jannik Müller zum Thema Digitalisierung im betrieblichen Vorschlagswesen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 115. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.